Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Creeper World 3. Wir sind mitten in der Action. Es ist wirklich irre. Das ist jetzt echt eine krasse Map, finde ich. Jetzt geht's auf einmal los hier. Jetzt will's das Spiel plötzlich wissen. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier überleben. Das sind jetzt schon super viele Mechaniken am Werk. Super viele Sachen. Wir haben theoretisch noch mehr Potenzial für Anti-Creeper. Ich traue mich jetzt trotzdem nicht, den hier wegzubewegen, weil sonst läuft es auf einmal wieder runter und ich sehe es nicht. Man muss hier wirklich an 15 Fronten gleichzeitig kämpfen. Ich baue jetzt trotzdem noch einen Sprayer. Irgendwo da vorne hin. Ah, hier ist alles so zerklüftet. Das ist furchtbar. Nein, ich wollte gerade sagen, kann man über den Scharfschützenturm vielleicht retten. Was ist denn da los? Kanone, bist du irgendwie überfordert oder so? Anscheinend ist die Kanone krass überfordert. Ich weiß überhaupt nicht, was wir da machen sollen. Das ist ja furchtbar. Ich meine, wir brauchen den Sniperturm jetzt ehrlich gesagt gar nicht unbedingt, aber das ist trotzdem sehr blöd. Ich befürchte, jetzt kann ich die Kanone hier auch nicht mehr retten, oder? Schafft die es noch? Wird die noch mal versorgt mit Munition? Nein, die kriegt keine Munition mehr, die muss weg. Oh shit, jetzt haben wir aber echt ein Problem hier. Oh, Gott sei Dank, Anti-Creeper-Kanone läuft. Okay, komm wieder nach vorne mit dir. Wir brauchen dich da vorne. Du bist wichtig. Du bist wichtig da vorne. So, hier wollte ich eigentlich mal terraformen, oder? Bevor es total crazy geworden ist. Versuchen wir es mal. So ein Sprayer auf dem Turm könnte vielleicht ziemlich effektiv sein. Könnte ganz cool hinhauen. So, die Lage scheint sich hier ein bisschen zu entspannen, auch dank der Sprayer hier. Kann ich vielleicht mal wagen, ein paar mehr Waffen nach vorn zu schicken? Okay, die sind nicht in Reichweite von den Gleitern. Das ist gut. Da hatte ich nämlich gerade die Befürchtung. Moment, oder doch? Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher. Das war jetzt vielleicht auch... Oh, nein! Greifen die hier die... Oh, nein! Die greifen die Superwaffen an! Oh, das ist ja mal... Moment, kann ich die schon benutzen? Nee, oder? Doch, die richten sich aus. Warte mal. Und was machen die? Kann ich die echt schon benutzen? Ich bin gespannt. Das muss ich mir jetzt anschauen. Das Ding richtet sich aus und macht nichts. Aber hey, wow, okay. Ich bin cool. Ich muss die unbedingt erobern und zwar schnell. So, jetzt kommt der hier nicht. Jetzt kann der hier nicht mehr weiterbauen, weil da Creeper ist. Wir machen das halt anders. Auch wurscht. So, und ihr versprecht mir, dass ihr jetzt keinen Ärger mehr macht, okay? Hier ist jetzt alles im grünen Bereich für immer. Ich muss keine Angst mehr haben, okay? Wir erforschen jetzt auch ein bisschen noch mehr Energieeffizienz und höhere Feuerrate und höhere Feuerreichweite. So, jetzt will ich nichts mehr hören. Okay, das ist fertig. Dann kommt jetzt hier wirklich mal ein Sprayer rauf, weil der könnte dann bis hier oben im Grunde alles mal zusprayen mit Anti-Creeper. Ah, wobei unser Anti-Creeper-Vorrat geht auch zu Neige leider. Shit. So viel haben wir auch wieder nicht scheinbar. Na, die beiden da vorne sind halt doch ziemlich am Dauersprayen. Trotzdem wäre das theoretisch ein super effektiver Platz. Hoffen wir, dass wir den halten können. Die Kanonen können ja auch immer nur
so semi-hochschießen. Im Grunde müsste ich mehr terraformen hier. Im Grunde müsste ich hier neue Türme machen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Energie sieht jetzt wieder gut aus. Aber ich muss, das kann ich ja, ich kann auch die Effektivität von Erz besser machen. Genau das mache ich jetzt. So, hoffen wir, dass er die Türme bauen kann. Ja, dann kommen da mal die zwei Kanonen von hinten. Was war das gerade? Ist da gerade explodiert? Und es war nur wieder ein komisches Explosionsgeräusch für so eine Spore, oder? Die reichen Sporen haben große Ohren. Ja, der baut jetzt ein bisschen an den beiden Türmchen, aber wenn die stehen, ist das schon ziemlich gut. Wie hoch ist der? Der ist auch nur auf Höhe 6, also die 10er Türme, die ich hier baue, sind dann schon extrem hoch. Cool. Im Vergleich. Dann Türmchen. Flieg und Sieg! Da Oh, Sailor Moon. Sprayer noch? Ein Sprayer noch. Machen wir eine Kanone und einen Sprayer. Und sprayen wir hier oben mal alles voll. Wie viel Reichweite hast du? Ah ja, schon cool. Coole Reichweite hat sie. Hat es. Hat er. Oder wie auch immer. Könnte man schon hier noch so ein Türmchen hinbauen, oder? Terramorpher, was sagst du dazu? Terramorpher. Kennt ihr den Film? Wie heißt er? Transmorphers. Da geht es um riesige Roboter, die auf die Erde kommen und da ihren Krieg ausführen. Terramorphers, glaube ich, heißt er. Manche behaupten, da würde es Verwechslungsgefahr geben mit irgendwas anderem und nennen das eine Bootleg, aber ich finde, das ist ein vollkommen eigenständiger und großartiger, absolut beschissener Trashfilm. Ah, jetzt hat er die vorderste Mauer fertig gebaut. Jetzt können weder mein Sprayer noch meine Kanone da dahinter hinschießen. Außerdem wird der Sprayer gerade nicht mehr mit Munition versorgt. Verdammt, schnell forschen. Wir brauchen eine bessere Erzeffektivität und zwar schnell. Und zwar sehr schnell. Und höhere Paketgeschwindigkeit. Ja, ein schneller Baum können wir auch mal machen. Warum nicht? Oder stimmt das überhaupt? Ach, kann ich über meine eigenen Strukturen schießen? Ach so, warte mal, die Türme sind ja selber auf 10. Die können dann quasi, das ist quasi nicht ganz logisch. Aber wenn die auf Stufe 10 sind, können die auch hinter Bereiche schießen, die hinter anderen Stufe 10 Objekten sind. Die verdecken ihnen nicht die Sicht oder so, wie es eigentlich wäre. Ah, fuck, jetzt ist genau das passiert, was nicht passieren sollte. Aber ich habe gelernt, dass das halb so schlimm ist. Die Kanonen halten das aus. Soll ich euch vielleicht mal ein bisschen nach vorn holen? Hm? Könntet ein bisschen mithelfen da. Bauhelfer spielen. Einfach ein bisschen reinbomben, damit der Druck nicht mehr so groß ist von oben. Den traue ich mich nicht wegbewegen. Ab und zu, ne? Irgendwann sickert es dann doch mal rüber und dann haben wir den Salat. Ah, jetzt konnte er wieder kurz hinbauen.
Es wird schon. Es wird schon. Der baut das schon. Sehr gut. Nur noch zwei. Dann haben wir es. Hier, die Fläche wird immer dünner. Bau. Bau. Ja, da kommt Anti-Creeper. Perfekt. Perfekt. Geschafft. So, Kanone. Dann darfst du nach vorne vorrücken. Wie weit kannst du schießen? Ah, nicht super weit eigentlich, leider. Aber es würde reichen, dass wir hier vielleicht nochmal ein Türmchen hinkriegen. Können wir da schon den Nullifizierer hinbauen? Höchstwahrscheinlich noch nicht. Noch ein Stückchen weiter. Aber da ein Anti-Creeper-Geschützturm hin, das wird, glaube ich, reinhauen. Und dann bin ich gespannt, was die Dinger machen. Genau. Kann ich damit die kaputt hauen? Das wäre so cool. Ich weiß es nicht. Oder kann ich einfach nur Riesenlöcher in die Creeper sprengen? Oder kann ich vielleicht sogar die kaputt machen? Man weiß es nicht, was ich alles kann damit. Tolle Sachen wahrscheinlich. Cool, auf jeden Fall können wir jetzt theoretisch das Ding, wenn wir schnell genug raushauen können, komplett einspinnen mit Anti-Creeper. Forschung, haben wir auch schon wieder einige Punkte. Wir brauchen noch viel mehr Erzeffektivität. Da sind wir immer noch nicht im grünen Bereich. Die Waffe wird viel zu langsam versorgt. Guckt euch das an, die kriegt immer wieder mal einen Wubbel ab und sonst nichts. Und kann dann einmal schießen. Die könnte hier so viel effektiver sein, wenn wir sie nur versorgen könnten. Aber momentan sind die Anti-Creeper einfach überall wichtig zur Verteidigung. Ich kann die auch nicht einfach so irgendwo abziehen. Da ist der Creeper schon ziemlich hoch da oben. Oh ja, sehr hoch. Da macht es Sinn, dass wir die Mortars auch vorschicken. Da können schöne Löcher wieder reingesprengt werden in das Zeug. Ja! Ausgezeichnet. Ich versuch's. Ah, warte mal, das können wir ein bisschen sicherer platzieren. Ich glaube, das dürfte wesentlich besser funktionieren hier. Das macht einen gehörigen Unterschied. Genau, auf die Morta kommt es jetzt an, die drei. Und natürlich Anti-Creeper-Zeug, aber das ist eh klar. Aber das alleine schafft es nicht, das zurückzuhalten. Aber Energie habe ich ohne Ende. Ich könnte eigentlich viel mehr Energiewaffen platzieren, aber wo denn? Okay, den haben wir zumindest. Das ist schon mal gut. Aber was wir jetzt bräuchten, würde ich mal sagen. Ich baue hier mal im Grunde eine relativ große terrageformte Wand hin. Die wird dann vollgestopft mit Waffensystemen, vor allem auch Scharfschützengewehre, die dann mal die ganzen Gleiter hier alle wegschießen. Piu, 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 piu. Das dauert jetzt ein bisschen, aber ich glaube, das ist eine coole Idee. So, cool. Dein Job ist quasi getan. Sehr gut, du kannst hier hochkommen zu uns. Ah, ich könnte die Kanone jetzt schon einnehmen, aber die schießen mir die ja sofort kaputt. Ich brauche schon erst die Sniper, das hilft nichts. Die haben hier echt schon Höhe 10. Nee,
Nee, jetzt momentan ist meins auf der gleichen Höhe zufällig wie das hier. Es steht dann schon nochmal höher. Okay. Ja, ich bin echt gespannt auf die Dinger. Jetzt habe ich dem leider schon einen Befehl gegeben. Clear Target. Wobei, warum nicht? Schießen wir ruhig mal da drauf. Einfach mal schauen, was denn passiert. Vielleicht kann ich die wirklich kaputt machen, die Türme. Wie hoch ist es denn hier schon? Jetzt baut er gerade die 8. Schicht. Naja, braucht er noch ein bisschen. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben jetzt ein stabiles Gleichgewicht hier irgendwie gefunden. Das funktioniert einigermaßen gut. Unsere Schmiede sammelt währenddessen noch ein bisschen Erfahrungspunkte, damit wir unser Erz noch effektiver machen. Ah, es ist ein bisschen besser geworden, aber wir kommen nicht in den grünen Bereich. Wir brauchen noch mehr. Ich gebe jetzt auch sonst nichts aus. Wir brauchen bessere Erzeffektivität. Damit wir Anti-Creeper spammen können ohne Ende. Ich habe mir die Gleise ganz anders vorgestellt. So, jetzt baut er gerade die 9. Ebene. Ich könnte eigentlich jetzt mal die Zeit schneller stellen, ne? Für was geht's denn? 4-fach. Das ist aber schon riskant. Da habe ich Angst, dass alles eskaliert. Aber wir haben wirklich ein gutes Gleichgewicht gerade. Da kann man das schon mal machen. Anscheinend kann er ein paar Punkte gar nicht mehr bauen. Ich bringe mal näher ran, dass er das vollenden kann. Aber wir können trotzdem schon anfangen, hier ein paar Sniper-Türme zu bauen. Ich mache mal 3 Sniper-Türme. Das muss jetzt erstmal reichen. Oder mache ich gleich 4? Okay, überredet. Weil ihr seid. So. Dann kommt links davon, oder auf eine Seite auf jeden Fall, so eine Kanone. Auf die andere Seite ein Sprayer. Oh nein, das geht sich gar nicht aus. Nein. Da machen wir halt noch eine Reihe dazu. So, Scharfschützentürme. Jetzt zeigt mal was. Jetzt hätte ich Bock, hier einen Scharfschützenturm reinzustellen. Vielleicht zumindest mal kurz, dass der ein bisschen aufräumen kann. Ah! Hey. Macht hier einfach unseren Collector kaputt. Den brauchen wir noch. Na gut, okay. Von mir aus, ich stelle hier einen Bienen noch hin. Und da oben auch, weil da fliegt auch immer wieder gern was vorbei. Die Energie haben wir ja. Was Energie angeht, müssen wir echt nicht sparen. Ich weiß nicht recht. Okay, doch, machen wir. Machen wir. Da ist wahrscheinlich super hoch. Oh ja, mein Gott, 20 teilweise. Da darf ich jetzt ein bisschen reingesprengt werden. Da hole ich mal die anderen auch noch. Jetzt dürften die ja hoffentlich einigermaßen sicher vor den Antimaterie-Superwaffenkanonen sein. Dann müsste das schon hinhauen, hoffentlich. So, effektiver kriegen wir das Erz nicht mehr. Ja, wir sind voll im Plus. Perfekt. Perfekt. Dann erhöhe ich die Lager noch. Die Lagermenge ist schon okay. So, cool. Der Super Sniper hat gar keine Verbindung, Mensch. Ich habe jetzt erst den Kollektor gebaut, der die verbindet. Ist aber nicht cool. Kann Relais das Ding kapern? Muss aber hier stehen. Mein Gott, das muss aber nah ran, das Relais. Da hätte ich, glaube ich, auch einen Kollektor bauen können, aber gut. Aber der Turm rockt. Der Turm, der rockt ganz schön.
Der räumt hier im Grunde allein auf. Und jetzt versorgen wir die Kanone. Jetzt leider nicht mehr, verdammt. Ich versuch's trotzdem nochmal. So, komm mal her, Kanone. Du hast eh kaum was zu tun. Komm mal rein und pass hier drin ein bisschen auf. Ah, Mist. Genau deswegen. So, das dürfte helfen. Das dürfte helfen. Ich weiß nicht, wo ich hier noch was hinstellen soll. Ah, das geht. Ja, da kann er... Ja, warum nicht? Dann stellen wir den hier hin. Da ist er, glaube ich, einigermaßen sicher und kann wenigstens ein paar von den blöden Dingern wegschießen. Weil hier reicht eigentlich der eine Scharfschützenturm echt vollkommen. Können wir die anderen ruhig umparken. Ja, ist er hier noch sicher? Naja, wenn da drei stehen, die schießen, dann wird er schon sicher sein, hoffentlich. Vielleicht. Ein bisschen Glück. Okay, die Kanone gehört uns und ist voll geladen, oder? Schießt sie jetzt. Feuer! Ich bin mir nicht sicher, ob die schon schießt. Auto-Target. Ach, die schießt jetzt da hoch automatisch. Okay. Bam! Okay, die sprengt wirklich große Löcher rein. What? What happened? Wie ist denn das passiert gerade? Ich habe es nicht mitbekommen. Aber das sind wichtige Kollektoren, die müssen wir wiederherstellen. Ich habe es nicht gesehen. Ja, weiß ich nicht. Dann lasse ich die Kanone einfach alleine schießen. Auch wenn die dann... Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber anscheinend kann die... Aber kann ich die Türme nullifizieren dann? Irgendwie muss ich doch die Türme wegkriegen. Ja, die kann man nullifizieren. Dann versuchen wir das. Dann konzentriere ich mich darauf. Sprayer. Ich glaube, du wirst gar nicht mehr gebraucht. Komm mal hierher. Haben wir sonst noch eine Waffe, die nicht mehr gebraucht wird? Du Türmchen. Du kommst auch mal hierher. Der Sprayer kann auch nach vorn kommen ein bisschen. Das macht halt schon, habe ich das Gefühl, nur so wirklich Sinn. Diese Kanone, wenn es tief ist. Weil ich könnte hier schon so ein Loch reinsprengen, aber das fließt halt gleich wieder zu. Der hat schon recht, wenn er da hinten reinspringt, dann macht er wahrscheinlich den größten möglichen einmaligen Creeper-Vernichtungsschaden. Und ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie die Physik von Creeper funktioniert, aber theoretisch dürfte sich das langfristig auch hier auf die Front auswirken, wenn ich an der Quelle immer wieder riesige Batzen raussprenge. Wäre zumindest logisch, aber was auch logisch ist, ist, dass wir jetzt für heute Schluss machen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.